think about me. Ein herzliches Hallo von Wolf Fuß und Frank Buschmann zu diesem Länderspiel. Ja, Wolf, was erwartet uns heute wohl? Könnte mir vorstellen, dass sich einige Spieler empfehlen wollen. Dann kann das ganz schnell mehr werden als nur ein Testspiel. Und heute erwartet uns die Partie England gegen Panama. Number 6, Harry Maguire. Number 18, Ashley Young. Number 8, Jordan Henderson. Number 20, Dele Alli. Number 10, Raheem Sterling. And number 9, Harry Kane. Die Fans in Nizhny Novgorod hatten sich seit einiger Zeit eine moderne Arena gewünscht und dieser Wunsch ist jetzt wahr geworden. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir hier zu Gast sein dürfen in diesem tollen Nizhny Novgorod Stadion mit seinen fast 45.000 Plätzen. Das ist die Aufstellung der englischen Mannschaft. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt. 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. Hier ist die Aufstellung von Panama. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an. Setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Und jetzt gehen wir rein ins Spiel. Was wurde nicht alles über diese Partie gesagt? Das ist jetzt wurscht. Jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Platz. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da verlieren sie den Ball. Young. Henderson. Sterling jetzt am Ball. Trippier. Da ist die Hereingabe. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Henderson. Weiter gefährlich. Einwurf England. Sterling jetzt. Lingard. Abgefangen, gut gemacht. Blas Perez. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da kommt die Hereingabe. Super Kopfball. Und da machen sie hier fast das Tor. Was für eine Szene. Tolle Chance. Lingard.
Klasse Aktion, Ball ist weg. Gut verteidigt hier. Anderson. Den spielt er wieder zurück. Harry Kane. Wird das eine Torchance? Lingard. Sterling versucht's. Noch ist die Chance da. Anderson. Kane. Da passt er auf. Blas Perez. Ganz einfach an den Ball gekommen. Gabriel Gomez. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Er versucht's. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Stones. Sterling. Wird's jetzt gefährlich? Lingard. Jetzt vielleicht die Flanke. Jetzt hätte er Anspielstationen. Harry Kane. Henderson. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Schade, denn bei diesem Kopfball hat nicht viel gefehlt. Godoy. Blas Perez. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sterling mit der Chance. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut genug. Gabriel Gomez spielt den Ball direkt zurück. Das könnte gefährlich werden. Kommt jetzt die Flanke? Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Harry Maguire. Young. Lingard. Sterling. Kane. Die Engländer im Angriff. Guter Pass jetzt. Raheem Sterling. Sie liegen vorne und das natürlich absolut verdient. Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken, das passt. Sie investieren mehr in diesem Spiel. Insofern verdienter Treffer für mich. Für dich auch? Absolut. Sie haben das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Und wenn Sie so weitermachen, wird es schwierig für die anderen. Das Spiel geht weiter. Führung für die Engländer. Gabriel Gomez. Den Fernschuss nimmt er sich. War aber wohl doch zu groß, die Entfernung. Hier nochmal die Wiederholung des Führungstores.
Der Ball geht genau in die Mitte, aber wurscht, drin ist er trotzdem. Lingard. Und nun Sterling. Gabriel Gomez. Anderson. Godoy. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gut den Ball verteidigt. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Godoy. Da kommt die Hereingabe. Keeper war dran. Er faustet den Ball weg. Jetzt schießt er. Und das ist der Ausgleich. Nicht unglaublich. Den hatten hier alle schon drin gesehen. Lingard. Jetzt Sterling. Trippier. Das könnte eine Gelegenheit werden. Dele. Leider etwas unplatziert, dieser Schuss. Und der Torwart hält ihn problemlos. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Lingard. Dele Alli, die Riesenchance. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Godoy. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Bisher ein gutes Spiel von England. Folgerichtig auch die Führung zu Beginn des zweiten Durchgangs. Kane. Die Engländer jetzt. Lingard. Sterling. Gute Aktion, da ist die Flanke. Da passt er auf. Sterling. Immer wieder diese schnellen Pässe, sie arbeiten. Sterling mit der Chance. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp.
Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und damit ist der Ball weg. Anderson. Jetzt müssen sie aufpassen. Harry Kane. Sterling mit der Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Hier nochmal dieser Treffer. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Godoy. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Oh, schwach. Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Er spielt den Pass auf den Flügel. Ball kommt rein. Der Ball zu Early. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Lingard. Die Engländer im Angriff. Tolles Zuspiel. Sterling mit der Chance. Ein unfassbares Tor. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Torres. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da steht die Abwehr sicher. Und jetzt Sterling. Kane. Harry Kane ganz energisch jetzt. Ah, das gibt Einwurf. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Das könnte eine Gelegenheit werden. Kane. Dele. Young. Er bekommt die Unterstützung. Dele Alli. Und er gewinnt den Zweikampf. Harry Kane. Sterling. Jetzt vielleicht. Junge, war das knapp. Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Gabriel Gomez. Jetzt wieder die Engländer am Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das könnte gefährlich werden. Young. Flanke jetzt.
Rashford. Kane, den muss er machen. Der Pass, stark gemacht. Mindestens so entscheidend wie der Abschuss war hier die Vorbereitung. Das haben sie klasse gemacht. Er geht hier vorne weg mit dem Treffer, kann man doch so sagen, oder Buschi? Vollkommen bei dir, Wolf. Aber das ist ja auch seine Aufgabe als Kapitän der Mannschaft. Er übernimmt Verantwortung. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Jetzt ist es natürlich leicht, es so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag sind sie einfach das bessere, das auch individuell stärkere Team und das zeigen sie heute. Den Ball spielt er raus. Kane. Dele! Den hält er super! Harry Maguire. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Rashford! Gabriel Torres. Anderson. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und er gewinnt den Zweikampf. Jay. Schöne Aktion. Rashford. Das ist eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges. Der Ball geht weit vorbei. Viel zu überhastet. England wechselt jetzt aus. Substitution for England. Coming off the pitch. Number 9, Harry Kane. Coming onto the pitch. Number 11, James Randi. Godoy. Wird's jetzt gefährlich. Young. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Jay. Die Engländer im Angriff. Fängt diesen Ball ab. Fairer Einsatz hier. Godoy. Aus, vorbei, das Spiel ist zu Ende. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. In diesem Spiel war mehr drin als in einem üblichen Freundschaftsspiel. Gut so, sie haben richtig geackert, sie haben Gas gegeben, sich nichts geschenkt. Das ist ja dann auch schön für die Zuschauer. Sterling mit der Chance. Lingard. Die Engländer im Angriff. Tolles Zuspiel. Sterling mit der Chance.
Rashford. Okay, den muss er machen. Der Pass, stark gemacht. Schöne Aktion. Rashford.